Man kann einen Menschen nichts lehren. Man kann ihm nur helfen, es in sich selbst zu entdecken. Ich lasse mal den Autor dieses Wortes weg, weil eine Wahrheit steht für sich selbst. Ich freue mich, heute die Annette Asmus-Budny bei mir zu haben, die seit vielen Jahren, ja Jahrzehnten, mit Pferden kommuniziert und mit Menschen. Und sie hält Pferde für wunderbare Lehrer des Menschen. Seien Sie mit mir gespannt und herzlich willkommen bei Neue Horizonte TV. Und jetzt geht's los. Annette, im Vorfeld habe ich dich gefragt, bist du denn eine Pferdeflüsterin? Und sagt, nein. Also dieser Ausdruck, das ist so belegt und sonst was. Aber du hast schon eine Gabe, die Kommunikationswege zwischen Pferd und Mensch nicht nur zu beschreiten, sondern auch zu übersetzen. Wie bist du dazu gekommen? Ja. Hast du von Kind auf? Bist du von Kind genau. auf geritten? Ja, richtig. Okay. Ich bin schon mit vier oder fünf, habe ich angefangen, quasi auf dem Pferd zu sitzen oder zu dürfen und habe es seitdem auch durchgehend an sich getan. Nicht täglich, aber Urlaub ist dazwischen, aber ich bin schon sehr viel mit Pferden zusammen in meinem Leben und habe mir als Kind schon Gedanken gemacht oder habe das Gefühl gehabt, dass das so nicht stimmt. Das war für mich nie stimmig, warum die Menschen so mit den Pferden umgehen, sehr häufig. Da gibt es ja sehr viele Hilfszügel und Hilfsmittel und immer so die Sätze, du musst aufpassen, dein Pferd tritt dir vielleicht auf den Fuß oder du musst aufpassen. Und im Laufe der Jahre habe ich dann für mich halt einen stimmigen Weg gefunden, ja. dass die Pferde unsere, dass wir von den Pferden sehr viel über uns erfahren können und dass wir zu uns gucken dürfen, wie wir uns bewegen, was wir denken, wo wir gerade sind. Meine Erfahrung ist, dass Pferde Bilder empfangen. Also es ist wichtig, dass man ein deutliches Bild im Kopf hat von dem, was man möchte. Sie empfangen Bilder, das heißt, vielleicht weißt du, dass ich mich mit Sheldrake viel beschäftigt habe, also siebte Sinn der Menschen, siebte Sinn der Tiere, dass das Vorauswissen des, oder das Wissen des Hundes, wann das Herrchen nach Hause kommt, und zwar in dem Moment, wo er das Büro verlässt. Nicht, wenn es 17.30 Uhr ist, sondern in dem Moment, wo er verlässt, legt sich der Hund vor die Tür. Du sagst, die empfangen Bilder. Hast du reingeschaut? Also wie kann, oder ist das deine Vermutung? Es ist meine Erfahrung. Also das ist ganz interessant. Ein einfaches Beispiel. Ja. Ich komme zu einem Kunden, der sagt mir, ich möchte heute mal gucken, Stangenarbeit machen. Ist ja zum Gymnastizieren. So Stangen, wo die Pferde halt drüber laufen. Meine Pferde sind zu doof dazu. Sagt er. Das ist ja erstmal Geist schafft Materie. Dann frage ich auch höflich, ob er das vielleicht umformulieren kann. Ist auch meine Erfahrung. Es ist halt sehr wichtig, was du denkst. Das ist ja bei Kindern nicht anders. Wenn ein Kind, wenn die Eltern sagen, das ist zu doof dafür, dann wird es sich dementsprechend verhalten. Ja, es wird halt so geschaffen sozusagen. Jeder Augenblick wird ja im Prinzip erschaffen. Und wenn ich dann sage, okay, wir können uns das gerne angucken, also ich glaube schon, dass deine Pferde das gut hinkriegen, wenn man sie gut darauf vorbereitet. Also als Beispiel jetzt eine Stange hinlegt und dann erstmal über eine Stange gehen lässt, jetzt auch ohne Druck. Also ich sag mal, wenn es vor der Stange stehen bleibt, sage ich, lass es vor der Stange bitte stehen, lass es die Stange angucken, wieder rumdrehen und nochmal neu, bis das Pferd von alleine entscheidet, über die Stange zu gehen. Ja.
Und ist ja kein Springen, ne? Ist ein, nee, das ist, die liegt auf der, ja, sogar auf dem Boden. Auf dem Boden. Ja, das ist ja für schon, sie eine Sperre. Das ist, ja, klar. Das ist ja schon für viele Pferde eine Überwindung, ja, da dann drüber zu gehen. Mhm. Und wenn es dann entschieden hat, okay, ich gehe drüber und ist einigermaßen sicher, dann legt man halt eine zweite Stange hin. Und die lege ich dann im passenden Abstand, dass das Pferd sich quasi schön im Schritt drüber gehen kann, ohne dass ich ihm da jetzt Mikado hinlege, wo es gucken muss, wo es hintritt. Mhm. So. Und meinetwegen, bei mir geht das Pferd dann halt gut drüber und berührt die Stangen nicht. Und dann sagt derjenige, ja, verstehe ich jetzt nicht, bei mir würde das jetzt nicht so gut klappen. Also ich habe das Bild jetzt erstmal von den Pferden ja nicht, wie das mal war. Ich habe mein Bild, wie es genau, wie es gerne hätte. Und es kommt an. Mhm. Weil sonst, wie sollte das, warum sollte das so schnell so gut gehen? Das ist ja jetzt nicht eine Erfahrung, die ich einmal gemacht habe, die mache ich halt sehr häufig. Ja. Und dann frage ich halt, was hast du denn für ein Bild im Kopf, wie dein Pferd über die Stange gehen soll? Und dann kommt, wieso? Drüber. Ich sage, drüber ist jetzt relativ, also rückwärts. Ja, genau das mit dem Anstoßen an die Stangen. Dann gebe ich das, wenn es einmal anstößt, dann gebe ich halt das Bild oder diesen Gedanken, heb deine Füße bitte höher. Mhm. Aber ich kommuniziere aktiv, wenn ich das auch nicht ausspreche, sondern ich habe es aber im Kopf und gebe genaue Anweisungen. Und wo das Pferd vor der Stange abfußen soll, wo es mittig, wo es danach auffußen soll. Also möglichst genaue Bilder. Und meine Erfahrung ist, dass das... Also Bilder heißt Vorstellungen. Ich habe das zu sehr auf das... Ja, auf diesen Begriff reduziert. Ja. Ne, das ist jetzt für mich ein Bild. Ja. Ja, aber das kann auch Gedanken sein. Ja, klar. Das heißt aber, dass du eine ganz andere Voraussetzung mitbringst, weil du davon überzeugt bist, einfach aus deiner Erfahrung, dass das, was du denkst, beim Tier ankommt. Ja. Dass ihr also, dass es da eine telepathische Verbindung gibt oder überhaupt eine Verbindung von Seele zu Seele, wie man das auch von Bewusstsein zu Bewusstsein. Und ich glaube, Neuseeland war, glaube ich, das erste Land jetzt oder wie auch immer, das Tieren eine Seele zugesprochen hat, obwohl sie im Englischen Animal heißt. Ja, und Anima ist die Seele. Eigenartig, dass man das noch lange nicht übersetzt hat, auch in Gesetz. Und das heißt also, dein Kunde ging von anderen Voraussetzungen wahrscheinlich auch aus. Viele können sich das nicht vorstellen. Ja. Also die glauben zu mir, meinst du wirklich, das ist so? Wo ich sage, ja, das ist so. Mhm. Und deswegen ist es ja auch wichtig, dass wir ganz bei dem Ziel sind und ganz in der Situation, weil was soll das Pferd zu Hause vorm Kühlschrank oder vorm Herd? Also ich sag mal, wenn da so ein Bild ankommt, wie du ja eben gesagt hast, das versteht es ja nicht. Und deswegen ist es wichtig, ganz präsent zu sein, bei ihm zu sein, zu beobachten, wie bewegt es sich, was macht es da gerade. Ja, das ist schon... Überhaupt in Beziehung treten. Ja. Ist für vollnehmen? Wirklich für vollnehmen? Ich stelle die Pferde, also die Tiere überhaupt alle mit mir auf eine Stufe. Ja. Also ich, das ist ja schon... Eine Stufe oder leicht drüber, denn... Du möchtest ja, dass es das tut, was du möchtest, wenn es einwilligt. Klar, also, aber letztendlich bist du doch die Taktgeberin. Ich habe gerade ein Bild im Auge, also der Bruno Württemberger hat immer gesagt, das Ego ist wie ein Pferd. Es trägt uns wunderbar wohin, aber es will zugeritten werden. Das heißt, das Ego einfach loszulassen oder ja, vernichte dein Ego oder so, nein. Es ist ein Pferd, was aber zugeritten werden will. Ja, und dann dient es uns wunderbar. Ja gut, ich würde das eher sagen, wir dienen gegenseitig. Also ich sag mal, ein bisschen drüber, wie du sagst. Nicht in der Wertigkeit in dem Sinne. Ja. Ja, also dass ich das als ein Lebewesen mit mir gleichwertig ansehe. Das kann ich bei dem Pferd gegenüber, ist das für mich so selbstverständlich. Ja,
großartig. Ja? Genau. Oder beim Elefanten, denn wo ich meine Stirn an seine Stirn, das war mystisch für mich. Das war ein langer Wunsch von mir. Und ich kann an der Wange eines Pferdes, das ist für mich Heimat. Heimat, also ein ganz tief, mit Reiten habe ich es nicht so, aber die Wange, meine Wange an die Wange eines Pferdes, da geht nicht viel drüber. Also das heißt, du bringst den Menschen bei, die Pferd als Spiegel ihrer eigenen Gedanken zu sehen oder ihrer Grundhaltung? Oder wie gehst du da vor? Also wenn bleib bei dem Beispiel, ich habe dich jetzt unterbrochen. Bleib mal bei dem Beispiel. Das Beispiel ist ja jetzt sozusagen. Also wie hat er das dann angenommen? Ja, klar nehmen die das an. Die versuchen es ja dann. Ja. Na, also ganz viele, dann ist es schon. Also die sind ja dann, wenn die das wochenlang probiert haben, Götz, und es klappt halt nicht. Und dann komme ich und sage, verstehe ich jetzt nicht, wo das Thema sein soll. Ja. Also wenn es nicht überfordert ist, das Pferd, wenn du es ihm langsam klar machst und dann meinetwegen auch Hilfestellung leistest, wenn du merkst, dass da irgendein Problem ist. Man kann die Stange ja auch wieder wegnehmen, wenn es dann vor zwei Stangen erstmal wieder stehen bleibt und so weiter. Ne? Also dass man halt so ein bisschen flexibler wird in seinem Denken und nicht, das muss jetzt klappen und fertig. Na, und dann wundern die sich natürlich schon, warum das plötzlich klappt. Und wenn sie es dann wirklich auch hinkriegen, die Bilder zu senden oder die Vorstellung zu haben, wie das gehen soll. Also die meisten machen sich ja nicht mal Gedanken darum, wo das Pferd am besten abfußt vor der Stange. Und dass, wenn es knapp vor der Stange abfußt, dass es dann vielleicht anstößt und dass es dann vor der nächsten Stange zu dicht dran kommt, dass es wieder anstößt. Das ist ja eine ganz normale Geschichte. Das würde ein Sportler ja auch, der muss ja auch taxieren lernen. Wo springe ich am besten ab, dass ich überhaupt über den Bock drüber komme und nicht davor lande. Ja, das sind so Sachen, die man als selbstverständlich sieht, aber das ist ja eine große Hilfestellung, wenn man das wirklich vor Augen hat oder sich wirklich vorstellt. Fällt mir gerade ein, also ich habe jetzt gerade von einem ehemaligen Olympiasieger, der da Pferdezucht macht, gehört, die Tausende von Pferden da züchten. Unsere Genetiker sagen, ja, das wird alles vererbt in den Genen. Das Springreiten, wird das vererbt? Ist also das Tier, was aus einer Stute und einem Hengst, die beide Springpferde waren, automatisch in der Lage zu springen? Oder muss das genauso, wie unsere Kinder laufen lernen oder so, an das Springen herangebracht werden? Ich frage mal ganz naiv. Ich würde immer die Pferde ganz normal ans Springen ranbringen. Das ist natürlich solche Dinge schon ein bisschen. Also das ist, die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass so ein Pferd, wenn es gute Eltern hat, eben auch ganz gerne springt, ist zwar da, aber das ist meiner Meinung nach auch eine Fehleinschätzung von dem, was man als Mensch manipulieren kann in solchen Fällen durch eben diese speziellen Kreuzungen oder wie auch immer. Also ich glaube schon, die Veranlagung ist da, aber es ist natürlich auch wichtig, Körper, Geist und Seele. Es gibt ja auch ein berühmtes Dressurpferd, was als Crack auf die Welt gekommen ist, sage ich mal, und was meiner Meinung nach ganz schnell aus dem Sport verschwunden ist, weil es einfach überfordert wurde und weil der Körper so bearbeitet werden musste und noch besser und noch besser und noch besser, dass der einfach ausgestiegen ist. Ja. Ja, und das nennt man dann halt Zügellahm. Zügellahm. Nicht Flügellahm, sondern Zügellahm. Also ich glaube, ganz viele Pferde heutzutage, die lahmen, also die humpeln jetzt, die sind Zügellahm. Das heißt, es ist eine psychische Geist-Seele-Geschichte. Das sieht so nicht, genau. Weil du hast im Vorgespräch von den Orcas gesprochen, die da in Gefangenschaft leben, dass die unter Druck nichts machen. Also, dass man sie nur durch positive Verstärkungen zu etwas bringen kann, aber nicht mit Druck.
Das ist das, oder? Was ich bei Pferden halt nicht ganz, also was für mich, wir wissen so viel, wir fliegen zum Mond, wir fliegen noch weiter als zum Mond. Aber dass ein Fluchttier über Druck irgendwo zu kriegen, ist meiner Meinung nach halt keine sehr sinnvolle Geschichte. Also, es geht am Wesen des Tieres vorbei. Ja, es geht am Wesen. Und wir können uns das ja auch nur erlauben, weil es ein Fluchttier ist. Das war das mit den Orcas. Es würde sich niemand trauen. Also die würden ja nicht mal ins Wasser gehen, die Trainer, wenn da ein Orca ist, wo sie wissen, den habe ich bestraft oder da muss ich damit rechnen, dass der mir das jetzt zurückgibt. Ja. Das ist ja bei Pferden nichts anderes. Hengste gelten ja auch oft als unberechenbar oder schwierig oder wo ich sage, wenn man eine Freundschaft, eine Partnerschaft zu seinem Pferd aufbaut, ist ein Hengst ein super aufmerksames, leistungswilliges Tier. Mhm. Na, also das liegt ja daran, dass es die natürliche Form ist. Und das ist ja auch schon ähnlich wie Raubtier. Ja, man muss überlegen, dass in der Pferdeszene sagt man ja, viele begründen ja ihr hartes Umgehen, also dass die wirklich mit Schlägen oder grobe Geschichten, dass die dann sagen, na okay, die Pferde gehen in der Natur ja auch untereinander so um. Mhm. So, damit wird das ja gerechtfertigt. Wo ich sage, na ja gut, Löwe und Löwe in der Natur, die gehen auch anders miteinander um. Frag mal einen Dompteur, ob der seinen Löwen so behandeln würde. Ich glaube, der zeigt den Vogel und sagt, das würde ich mir nie, das würde ich mich nie trauen. Ja. Weil wenn der mir das zurückgeht, bin ich möglicherweise tot. Sehr wahrscheinlich. Genau. Ja. Und so sehe ich das mit den Hengsten auch. Hengste haben ja ein natürliches Aggressionspotenzial. Mhm. So, wenn du denen natürlich sagst, ich möchte dich dominieren, begibst du dich da auf eine sehr... 80 gegen 800 Kilo. Und ja, es ist halt schon... Ne, es gibt ja Ausbilder, die sagen, nee, wenn du mit dem Hengst was machen möchtest, musst du erst... Das geht ja in meinen Stufen oder in Scheinen oder wie auch immer. Ne? Es ist ja alles immer sehr, in einer Methode sind ja oft sehr strenge Stufen einzuhalten. Und im Hengst kannst du erst ab Stufe 4 oder wie auch immer was machen. Wo ich denke, das ist für mich sehr schade, weil es sind ja ganz normale Wesen. Und wenn du nett mit ihnen umgehst, Respektvoll. Also nett klingt immer so heiterteil nicht. Also nee. Man darf schon sagen, aber das beruht ja auf Gegenseitigkeit. Mhm. Also Grenzen einfach einhalten. Mhm. Mhm. Grenzen einhalten und sagen und Respekt haben, wenn er mal sagt, okay, das geht heute nicht, ich krieg's nicht hin. Ja. Dann halt sagen, okay, lass uns was anderes machen. Also diese Energien umwandeln. Man kann ja, dass man nicht mit ihm in Konflikt tritt und gegengeht, sondern dass man im Prinzip so wie beim Tanzen oder beim Instrument spielen. Da würde ich, wie lehrst du, obwohl, wie gesagt, du kannst einen Menschen nicht lehren, wie entdecken die Menschen in sich die Fähigkeit, wirklich das Tier wahrzunehmen als Wesen, als Wesen, vor dem ich Respekt, nicht Respekt im Sinne von Angst, sondern Respekt als Wesen, als Lebewesen habe, als Seele, beseeltes Wesen, dass sie ihre Botschaften, also ihre Sprache verstehen. Weil das, was du beschreibst, ist, dass ne, wenn es nicht das macht, was ich will, also irgendwie bockt oder ihr habt da bestimmt zigfache Ausdrücke oder so, wenn es halt das nicht macht, der nicht nachdenkt oder nicht keine Wahrnehmung hat, der geht mit der Gerte hinten drauf. Oder mit den Sporen sind die überhaupt noch erlaubt? Sporen? Ja klar. Es ist, sind also, immer noch erlaubt? Ja, die Sporen sind auch nicht das Schlimmste. Also, nein, ich meine aber trotzdem. Es ist erlaubt, ja klar. Also Schmerzen. Ne? Ja. Der fügt dem Tier Schmerzen zu. Weil er seine entweder nicht interpretieren kann, aber vielmehr wahrscheinlich nicht akzeptieren kann. Wie führst du die Menschen dahin, diese Sprache der Tiere zu verstehen und zu respektieren, zu akzeptieren? Die meisten Menschen, die zu mir kommen, die merken ja selber, dass irgendwas...
nicht stimmt. Oder sie haben halt schon einen anderen Traum, einen anderen Wunsch. Also als Beispiel jetzt, das Pferd macht alles für mich und dann geht das halt los. Ich zeige dir das mal eben und dann geht das zack, zack, zack. Und dann sage ich nach kurzer Zeit, stopp, lass das Pferd doch, mach mal eine Pause. Mhm. Also ich sehe ja jetzt, dass es das alles für dich tut, aber dann ist der Ausdruck kalt. Also das wird abgespult. Das wird einfach nur abgespult, der Blick ist leer. Keine Freude drin. Keine Freude drin, ne, wo das auch manchmal so beschrieben wird von den Leuten. Ich habe das Gefühl, mein Pferd hat da dran keinen Spaß. Ich sag Bingo. Das ist ja schon enorm. Ja, aber also das ist ja das. Sie müssen es in sich selbst, sie müssen selber merken, dass sie, also dass ihr Gegenüber da keine Freude drin hat und müssen selber für sich ja den Wunsch haben, dass sie das gerne anders hätten. Also der Blick eines Pferdes ist auch so wie bei uns vielseitig. Ja, also sprich ein trauriger Blick, ein freudiger Blick, ein gespannter Blick, ein vorsichtiger Blick. Ja gut, da macht er auch gerade diese Haltung. Also wenn das Pferd angespannt ist, geht halt der Kopf höher über den Widerrist, über die Widerristhöhe, das ist klar. Ne? Und wenn sie quasi mit hängendem Kopf oder sowieso die Sachen dann nur abspulen und klar, meine Pferde, die grummeln dann mal und fragen nach dem Leckerchen, wo manche sagen, ja, wie du belohnst mit dem Leckerchen, wo ich sage, selbstverständlich, warum nicht? Also sie können ja nicht einfach irgendwo hingehen, sich den holen. Ja, sagen ja viele, dass Pferde Dauerfresser sind und dass du sie mit Leckerchen nicht belohnen kannst. Aber wo ich dann aber auch, ich meine, das ist Geste. Es ist ja eine Geste. Leckerchen ist transformierte Liebe, genauso wie Geld. Also wir würden ja auch jetzt, arbeitstechnisch ist es ja schon so, dass wenn du mehr Geld kriegst. Zumindest gab es das bisher. Mittlerweile ist es stumpf geworden. Habe ich mir sagen lassen, dass also in der jungen Generation Geld allein nicht mehr wirkt. Nicht mehr wirkt. Ja. Gut, aber das liegt ja noch an anderen Dingen. Nur ich sage eben, sicher, mein Pferd kriegt auch ein Leckerchen, wenn es was gut gemacht hat. Klar, muss man halt gucken, von Pferd zu Pferd verschieden. Wenn es halt zu fordernd wird, dann ist es keine gute Lösung. Also wenn es dauernd hier, ey. Ja. Ja, aber trotzdem ist es ja schon ein Zeichen von, die grummeln dann auch richtig. Mhm. Na, dass sie wissen, dass sie es gut gemacht haben. Mhm. Und jetzt möchte ich aber mal eine Belohnung, ne? Von daher finde ich. Ich liebe Beispiele, ich liebe das Konkrete, weil dann kann sich der Zuschauer aus diesem Konkreten wieder in seine Situation. Es geht ja hier gar nicht so sehr primär um Pferde, sondern es geht um uns Menschen, die in den Pferden oder aber auch in Hunden genauso ihren Spiegel finden können. Wenn ich die Farbe, woran kannst du das mal richtig schön festmachen mit dem Lehrmeister? Was wollen diese wundervollen Tiere, die ja mindestens 20.000 Jahre sozusagen unsere Begleiter sind, glaube ich, etwa, Pi mal Daumen, also ein ganz starkes Beziehungsgeflecht zwischen Mensch und Pferd da ist. Ich habe jetzt zum Beispiel aus Russland, also die Kosaken, mit Pferd, das war eine Einheit. Ja, das musste eine Einheit sein. Und erst wenn, glaube ich, so ein Krieger wirklich mit dem Pferd eine Einheit war, dann durfte er los. Also wo, sagen wir, am deutlichsten wird diese Lehrer-Schüler-Verhältnis am deutlichsten, wo das Pferd uns am meisten lehren kann. Am meisten ist halt jetzt. Und die Essenz vielleicht so. Ja. Ich sag mal so. Es geht ja eigentlich darum, oder dass es vielleicht noch mal deutlicher wird, was ich meine.
dadurch, dass diese Pferdegeschichte sehr alt ist, die begleiten uns ja schon sehr lange, ja, sind ja auch sehr viele Programmierungen da. Mhm. Im Feld sozusagen. Im Feld. Ja. Im Feld, was das Pferd halt tut oder was es mit uns macht oder was es... Und es wurde ja sehr lange einfach nur ausgenutzt. Als Kriegs-, als Fortbewegungsmittel und vor allen Dingen im Krieg. Also sie waren, ne, im Krieg immer so bei uns. Ja, ja, ne, und das hat natürlich was damit zu tun, dass da auch ganz viele Pferde gebrochen waren, weil sie einfach funktionieren mussten. Ja. Aber heutzutage ist es ja für viele einfach wirklich der, wo die sagen, das ist meine Freizeit. Das ist meine Freizeit, ich möchte Spaß, in Anführungsstrichen. Wo ich dann sage, ja, aber am meisten Spaß macht es ja, wenn das Gegenüber auch Spaß hat. Mhm. Mhm. Weil, ich sag ja jetzt, die Zeit ist ja da, dass viele Menschen merken, das macht zwar viel für mich, aber es hat halt keine Freude dran. Ja. Wie kriege ich das hin? Und dann ist es ja so, dass noch der Großteil der Menschen und auch ganz viele, deswegen das Wort Pferdeflüsterer oder Horsemanship oder meiner Erfahrung nach trotzdem noch in diesen alten Programmierungen drin sind. Also es ist zwar alles schon etwas freundlicher, aber es ist immer noch übers Schmerz und übers Unangenehm machen. Mhm. Also ich mache es dem Pferd unangenehm, um dann was zu kriegen, was für was mich ich angenehm möchte. Ja, ja. Ne? Und wir können einfach lernen, oder es ist ja schon so, dass die Menschen meistens dann merken, dass es ihnen nach dem Unterricht oder dass es ihnen nach, ja, nach einer ganz normalen Reitstunde selber nicht gut geht. Also ich sage mal ein Beispiel. Ich hatte mal weil die Patentante eines Kindes gesagt hat, Annette, kannst du mal gucken? Ich glaube, das stimmt was nicht. Mhm. Mein Patenkind hat ein Pferd und das macht so ein komisches Geräusch, wenn das läuft. Mhm. Also das Schlauchgeräusch. Ich weiß nicht, ob das... Nee, kennst du ich nicht. Jetzt also, nicht, nee. Ah, okay. Ja, habe ich gedacht, ich kann gerne mal gucken. Und steht das auf dem Schlauch. Nee, also das Geschlechtsorgan vom Wallach. Ah, okay. Und ich sag mal, wenn dann Spannungen im Bauchraum sind, dann macht das so ein Oing, Oing, wenn das läuft, wenn das trabt, okay, macht das so ein Geräusch. Mhm. Und dann hat die Frau, die quasi nichts mit Pferden zu tun hat, hat gesagt, kannst du mal gucken, ich glaube, das stimmt was nicht. Das fand ich schon sehr interessant, dass Leute, die mit Pferden nichts zu tun haben, sich da Gedanken machen. Das kann machen. Nicht sein, dass das normal ist. Genau. Mhm. Na, und ich sag, was haben die denn selber gesagt? Ja, das wäre immer so. Ja, und dann komme ich dahin. Ich weiß ja im Endeffekt schon, dass das dann sehr verspannt ist, das Tier. Ne? Und das war ein ganz deutsches Reitpony, super, also richtig gutes Pferd. Hat aber dann schon beim Sattel gesagt, möchte ich nicht. Da habe ich gedacht, Ja, nee, wir wissen, der Sattel passt nicht. Wir möchten einen neuen kaufen. Ich sage, ja, dann wäre das, ja, gut. Trense auch bis Maul zugebunden, bis auf Anschlag. Und das Gebiss liegt ja auf der Zunge. Man muss sich das ja wirklich mal, das wissen ja die meisten Menschen auch. Also das Gebiss liegt auf der Zunge. Wenn das Pferd das Gebiss nicht nehmen möchte, ist es ja ein Zeichen davon, dass es sagt, ich möchte diesen Schmerz nicht. Mhm. Na, auf jeden Fall wollte ich sagen, dann sitzt das Mädchen hinterher auf dem Pferd und dann sage ich, wie fest oder wie viel Kontakt hast du denn normalerweise so mit dem Pferdemaul und nimm den Zügel in die Hand und sag, zeig mir doch mal. Und dann sieht man ja schon, dass sie ganz unsicher werden. Und dann sagt die Mutter, ja, sagt der Annette doch, dass dir abends manchmal nach der Reitstunde die Arme richtig wehtun. Das heißt, permanent. Mhm. Ja, und das ist eine körperliche, das ist ja für das Kind auch nicht schön. Nee. Also das ist ja ein Schmerz und es kriegt ja eigentlich nur gesagt, dass irgendwas da nicht stimmt. Mhm. Ja, nur weil wir immer noch in dieser Kollektivenergie sind, dass das so sein muss. Mhm. Also das ist ja das Feld, was diese Information schon Jahrtausende hat, wie du sagst. Also wird das weiter so gemacht, weil das ist ja eine Estressurreiterin, die da den Unterricht gibt. Die muss das ja wissen. Wo ich sage, naja, aber was sagt denn euer Bauchgefühl? Mhm. Das ist ja das, was ich möchte, dass die Menschen zurück zu ihrem Bauchgefühl kommen, dass sie selber reinfühlen, wie geht es mir danach? Das ist mein Hobby. Das soll mich eigentlich stärken. Das soll mir Spaß machen. Das soll mir Lebensfreude geben. Ne? So. Mhm. Mhm.
Es kann ja nicht sein, dass dir dann, ne? Dein Körper sagt, boah. Ja. Ne? Aber es soll ja Spaß machen, auch wenn es total anstrengend ist. Ja, gut, und dann wird ja auch noch gesagt, wenn du dein Pferd richtig geritten hast, müssen beide schwitzen, müssen beide, wo ich sage, naja, aber ich bin ja jetzt auch nicht, wer weiß, wie für eine Person, aber ich möchte gerne 5 Pferde hintereinander reiten und danach auch noch mich wohlfühlen in meinem Körper. Ja. Also diese Leichtigkeit. Ja. Ja. Das heißt, okay, darf ich das mal kurz zusammenfassen? Ja. Ein angestrengtes Tier könnte eben einen angestrengten Menschen spiegeln. Also, ja, und beide können sozusagen im Win-Win-Verhältnis, wenn der Mensch das begreift, dass es hier um Leichtigkeit und Freude geht, dann den Zügel etwas lockern, nicht fallen lassen. Das ist, kann man ja später auch ohne Zügel. Ja, aber es ist ja gerade schön, eine nette Verbindung zu haben. Ja, ja. Also das glaube ich schon mit dem, ich bin jetzt auch nicht der Freund, wie das gebisslose Reiten ist ja jetzt auch bei den ganz Extremen, die dann sagen, Gebiss ist Quälerei, wo ich sage, naja, es kommt ja immer darauf an, wie man die Sachen, die man benutzt, wie Gebiss man heißt, diese Stange, dieses die Metallstück im, genau. Es ist schon ein Stück Zwang. Ne? Also wenn ich das sehe, ich habe selber schon mal so eine Trense da aufgemerkt. Irgendwie hat sich da bei mir auch was gelehrt. Also ja, aber ich sage, lieber wenn ein Pferd ohne lieber dieses ohne, Teil. Ja gut, aber es ist ja die Sache, ohne, dann hast du ja meist auf der Nase noch so ein ziemlich festes Stück, was zur Not dann halt den Druck macht. Und ich sag mal, ob du das Gebiss jetzt mit viel Druck benutzt oder ob du die in gebisslose Zäumung mit viel Druck benutzt oder ob das Pferd dann eventuell mal eine auf die Birne kriegt zwischen die Ohren mit dem Stecken oder so. Weißt du, das ist ja, es kommt ja immer darauf an, wie diese Sachen benutzt werden. Und ich sage immer, steck einfach Liebe in deine Hände und guck, wie du, oder stell dir vor, wie du es gerne an deinem Körper hättest, wo dann gesagt wird, naja, es wird jetzt vermenschlicht. Wo ich sage, naja, aber es sind Fluchttiere, also du musst dir das ja mal überlegen. Genau wie dieses Loben. Ja. Kommt meiner Meinung nach auch aus der Militärszeit. Das, wie meinst du, wenn ich... Die werden ja geklopft, die Pferde. Ja. Du sagst, das ist aus der Militärzeit. Ich habe mir immer versucht zu erklären, warum machen die Menschen das? Weil das ist ja für ein Pferd, was sehr sensibel ist, auch berührungssensibel ist, sind die ja oft ein Fluchttier, dieses Klopfen. Wie kommen die da drauf, dass das Loben, also dass das gut findet? Sicher weiß das Pferd irgendwann, das merkt ja die Emotion des Menschen. Ja, ja. Ja, wenn ein Springreiter sich freut und sein Pferd lobt, dann merkt das Pferd natürlich, dass er sich freut. Das ist ja logisch. Das ist aber eher die Sache, das ist ja quasi eine Konditionierung. Irgendwann weiß es, ach, der Mensch freut sich. Okay, aber ursprünglich ist es eigentlich ein... So, ja, wenn du mit denen kommunizierst und Rhythmus machst, das Loben ist eine rhythmische Bewegung. Ja. Auf Rhythmus ist ja deren Sprache, sollen die sich ja eigentlich bewegen. Oder mit Rhythmus kann man ja viel bewegen. Ja, es ist auch ein Rhythmus. Es ist jetzt ein Lautrhythmus. Ja. Genau, und das Loben, ich meine, klar, es sind ja Männer waren beim Militär. Meinst du, die streicheln sich, wenn die irgendwie... Also streicheln? Ja. Kannst du einfach streicheln? Ich glaube, das findet, also meine Erfahrung ist, dass sich jedes Pferd mehr entspannt und es mehr genießt, wenn es gestreichelt wird, als wenn es halt geklopft wird. Ne? Schon das. Ja, und sich überhaupt mal klar zu machen, was es bedeutet, ein Fluchttier zu sein. Ich meine, es ist halt Raubtier jetzt schwierig. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich mir das 100% wirklich vorstellen kann. Nein, zumal Raubtier ja Fleischfresser, als per se Fleischfresser ist, ne? Ja, aber es sind ja ganz viele gegensätzliche Sachen, die das Pferd einfach anders, lieber anders hätte im Umgang. Wo ist dann der größte Gewinn beim Menschen, vielleicht nochmal von dir, wenn er das lernt? Du nimmst das mit. Du nimmst das ja mit in den Alltag. Du nimmst das mit in die Familie, also zu den Achtsamkeit. Kindern. Ja, Achtsamkeit.
im Empathie. Hier und Jetzt sein, also dass du wirklich präsent bist und empathisch. Ja, empathisch, also fühlst, einfach ins Fühlen kommen. Ich glaube, dass die Menschen sehr viel wissen, auch über Pferde. Wenn du überlegst, was es da für Literatur gibt und was mir die Leute erzählen, was sie nicht alle schon für Bücher gelesen haben. Das holt sich, oder die Methoden. Jeder bringt ja seine eigene Methode auf den Markt. Ne? Und wenn du, da musst du dir ja vorstellen, dann lernen sie die Methode, dann gibt es so Lernheftchen und dann werden die Pferde in irgendwelche Rubriken eingeteilt, wo, was ist mein Pferd jetzt mehr? Ist es mehr der Typ oder mehr der Typ? Wo du dann überlegst, durch dieses Zusortieren wollen, dann während ich mit dem Pferd zusammen bin, bin ich doch nicht im Hier und Jetzt. Also bin ich doch wieder bei diesem, im Kopf. Ich bin im Kopf. Ja, und das ist das, was, und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, dass wir Menschen viel zu sehr verkopft sind, dass wir zu viel wissen. Und es wird ja immer noch mehr Wissen angehäuft. Weil ich frage mich ja, warum ist das so, dass es immer noch stockt bei den Pferden? Also alles, was neu ist, wie Computertechnologie und, das geht ja rasend schnell voran. Aber da sind ja auch keine Programmierungen da. Alte, ganz alte Programmierungen. Das kann der Mensch, wir sind ja hochintelligent, das kann der Mensch gut annehmen und sofort umsetzen und weiterentwickeln. Und mit den Pferden müsste man mal so ein Update schaffen. Dass alle, die das zum Beispiel heute hören, erstmal alles, was sie über Pferde bis jetzt gelernt haben, einfach streichen. Streichen, um dann dem Pferd, was sie gestern noch ihr Stall ausgemistet haben, heute neu zu begegnen. Und dann mal wirklich gucken, wie putze ich das Pferd? Ist da wirklich eine liebevolle Berührung oder wird es einfach nur sauber gemacht? Okay, lässt sich auch sehr gut auf Menschen übertragen. Ja, klar. Ja, bei einer Massage oder so. Es hat ja nicht jeder gleich. Also, ne, manche mögen es halt lieber langsam und manche ein bisschen fester. Wollte ich gerade sagen, manche können eine zärtliche, zu zärtliche Berührung. Ja, da kriegen sie einen Föhn. Ja, aber das ist ja bei Pferden genauso. Es ist ja jedes Pferd anders, jedes Pferd individuell. Und da mal zu gucken, was mag mein Pferd? Wie kann ich ihm eine Freude machen? Du musst es ja nicht immer mit Leckerchen machen, die positive Verstärkung. Ne, eine Pause ist eine positive Verstärkung. Eine Pause, wenn ich einen Hänger habe, sage ich immer, geht weit genug vom Hänger weg. Weil du hast ja nicht, wenn ein Pferd vom Verladen Angst hat und du machst direkt am Hänger eine Pause. Ist das für das Tier eine Pause? Was meinst du? Der Stress, purer Stress. Genau. Ja. Und das merkst du ja auch, wenn du genau beobachtest, wenn du genau hinguckst, merkst du, wann das Pferd aus diesem Bereich vom Hänger raus ist, wo es sich wirklich entspannt. Durch eine Geste, das muss nur ein bisschen kopftiefer sein, die Augen werden ein bisschen anders. Du kannst es ja lesen. Also wir sehen da, ne, das ist Stress. Und Stress ist ja im Prinzip die sogenannte Zivilisations, nicht Krankheit, aber ja doch, das ist eine Krankheit. Es erzeugt bei uns Symptome, aber die eigentliche Krankheit ist unser Stress. Und dass wir im Konflikt sind mit uns selber, eine Arbeit tun, die keine Freude macht. Und dann gehen wir noch zum Pferd und das muss jetzt. Ne? Ja, dann machen. Weil man hat ja ein Pferd, ne? Früher war der Tennisverein, dann Reiter, also so eine bestimmte, sag ich mal, gesellschaftliche Hierarchie, weil ein Pferd kostet ja locker 400 Euro im Monat. Also Minimum. Ne? Kann sich ja nicht jeder leisten, so ein Pferd. Aber es gibt ja auch Reitbeteiligung. Ja, klar. Ne? Also für Menschen, die nicht so betucht sind, dass sie sich ein eigenes Pferd leisten können, ne, mit Box, mit Tierarzt, vor allem der Tierarzt kostet ja das meiste mit da, neben dem Futter. Ja gut, aber das ist ja auch die Sache, wenn Körper, Geist und Seele, ein gesunder Geist in einem gesunden Körper, so, wenn du jetzt, das ist ja genau, das spiegelt ja auch wieder das mit den Menschen, die Menschheit wird immer kranker. Ja. Ja, und das ist ja das ist ja ähnlich, also wenn du guckst, dass dein Pferd zufrieden ist und du zufrieden bist und viel, viel entspannter in deinem Körper sein kannst, dann brauchst du auch nicht so oft einen Arzt und auch das Pferd nicht. Also auch da Verletzungen. Ja, wenn sich ein Selbstverständlich. Pferd verletzt, ist das im Prinzip 1:1 übertragbar auch auf den Menschen. Wenn ich
ein Arbeitsunfall. Ich habe mal tatsächlich für die Berufsgenossenschaft die Arbeitsunfälle in meiner Firma damals, oder in unserer Firma, protokolliert. Ja. Und jeder Unfall hatte einen Kontext, innerhalb dessen die Person bereit war, dass das geschieht, um sich einen Moment rauszunehmen. Ja, aus dem Arbeitsprozess. Das ist ja mittlerweile sowieso. Also du kriegst das, was... Nicht, dass die... Ne, ich füge mir jetzt bewusst Schmerzen zu. Ja, ja. Ja, sondern unbewusst sozusagen eine innere Bereitschaft da war, weil man dann erstmal aus dem Arbeitsprozess raus war. Einfach eine Pause brauchte. Wie auch immer. Oder sich entziehen, geht auch. Aber Pause. Ja, und ich denke, genau, das ist ja bei Pferden das Gleiche. Ja. Also das, und es geht uns halt dann auch besser. Wenn du jetzt, ich frage mal ganz naiv, wenn du jetzt zu deinem Pferd kommst, du hast, glaube ich, einen Haflinger, oder? Stimmt das? Ich habe unter anderem einen Haflinger. Haflinger. Auf dem habe ich dich jedenfalls da reiten sehen. Nicht in echt, aber auf dem Foto. Fragst du, hast du Lust, heute mit mir einen Ausritt zu machen? Oder sagst du einfach, Freddy, wir machen heute einen Ausritt und basta? Ich frage mal ganz naiv. Ist ja richtig. Also wie komme ich in die Kommunikation? Weil Ausritt durch den Wald ist was anderes, als wenn ich an der Lounge oder in der Halle meine Kreise drehe oder springe oder wie auch immer. Fragst du oder gibst du einfach nur bekannt, was heute dein Wunsch ist? Ich habe natürlich, ich bin ja auch so aufgewachsen, klar habe ich Wünsche. Ich reite auch total gerne, also möchte ich jetzt, ich reite auch gerne Dressur, ich springe auch gerne. Also es ist ja jetzt nicht so, dass ich Mensch bin, der sagt, Pferde müssen auch nicht geritten werden, weil ich das selber nicht gerne tue oder Angst habe. Sondern ich mache das alles sehr gerne. Ja. Ja. Aber es kommt auch schon mal vor, dass ich mich dann freue, auszureiten. Und dass ich dann halt beim Putzen schon merke, irgendwie stimmt da heute was nicht. Entweder, kann ja beides sein. Kann ja in die Richtung sein, nervös, irgendwie zu nervös, oder kann ja auch in die Richtung sein, oh, ich bin heute ziemlich müde. Bin ziemlich müde oder so. Mhm. Na, andersrum ist es auch oft, dass ich jetzt gerade im Winter, wenn es kühler ist, wir haben halt keine Reithalle, wir gehen ins Gelände, dass ich dann so sage, ich laufe lieber, dann ist mir wärmer. Mhm. Und mittendrin entscheide, boah, eigentlich kann ich nicht mehr so gut oder bin ein bisschen müde und dann mal frage, kann ich nicht aufsteigen? Dann habe ich keinen Sattel drauf, dann habe ich halt nichts mit, weil ich ja eigentlich spazieren gehen wollte. Ja. Gehe dann irgendwo hin, an einen Hang oder so, und dann holen mich die Pferde da ab, dass ich aufsteigen kann. Und meist, also meine grummeln dann auch noch, wenn ich dann drauf sitze. Klar, die möchten dann eventuell einen Keks oder sagen, ja, mach. Also, grummeln nicht, weil du drauf sitzt, sondern jetzt aber eine kleine Belohnung. Ja, kleine Belohnung. Oder auch, ich habe manchmal auch das Gefühl, dass sie es, ja, das ist wirklich so eine Art Kommunikation, mache ich gerne oder klappt. Ne? Also, es ist. Situation, man darf halt das nicht festmachen wollen, sondern so ein bisschen flexibler einfach im Kopf sein und sagen, okay, wenn es... Also anders mit dem Pferd umgehen als mit dem Auto. Ja, also ich sage ja manchen Kunden auch, wenn du das jetzt gerne so hättest oder wenn das unbedingt immer so klappen muss, also sollten sich manche halt lieber ein Fahrrad kaufen, das ist definitiv so. Und es ist aber für mich auch eine Übung. Ich sag mal, ich bin ja auch nicht immer so konsequent, dass ich darauf höre, sondern dann ist mein Verstand ja auch, oder mein Ego, oder wie man es halt nennen möchte, ich will aber heute reiten. So. Mhm. Ja, und dann merke ich aber, dass ich mich ein bisschen anlege, also dass es halt kein harmonischer Ausritt ist oder kein harmonisches Reiten. Und dann geht es mir danach ja auch nicht so gut. Mir nicht. Also so bisher auch die Hauptbotschaft, die Geschichte, unsere Menschheitsgeschichte mit den Pferden ist, jedenfalls aus einer Blickrichtung, Dominanz. Dominanz, es hat zu funktionieren. Ja. Es war eine Kriegswaffe, wenn man so will, oder ein Kriegswerkzeug. Ohne die Pferde kam man nicht zum Feind. Man hat sie zum Teil, auch die berittene Polizei. Respekt vor solchen Tieren und so weiter. Du plädierst also dafür, dass wir in die Wahrnehmung gehen, in die Empathie. Was ist heute möglich?
Also zum Beispiel ausreden. Und wie können wir uns gegenseitig eine Freude machen? Ist geritten werden überhaupt eine Freude für ein Pferd? Was ist die Freude? Also Pferde, ich habe vor, ich glaube im Frühjahr war es oder so, zwei Pferde, die das erste Mal wahrscheinlich aus dem Stall rauskamen, lagen, die sind um diese Weide gepäst, also und in der Luft gesprungen und so. Also das Laufen, ja, und Galoppieren und Springen, ja, Luftsprünge, also wirklich in der Luft gesprungen und alle Viere von sich, also es war klasse. Wir haben es aus der Ferne beobachtet. Das ist was Natürliches, aber ist Reiten per se erstmal eine Sache, die dem Pferd Spaß machen kann? Bin ich von überzeugt, dass das eine Sache ist, die Pferden Spaß machen kann, wenn es wirklich liebevoll ist. Wenn es gut aufgebaut ist, wenn das nicht auf irgendwelchen Zwängen basiert. Ich meine, kann sich doch jeder selber vorstellen, wenn du irgendwas machen musst, wo ständig ein Zwang hinter ist. Ja. Ja, würdest du gesund bleiben oder würdest du wahrscheinlich irgendwann erkranken? Ja. Mhm. Und das ist ja in allen Bereichen so. Also das ist ja selbst, deswegen ja Manager-Training. Also es ist ja die Kunst, die Angestellten zu motivieren, indem es ihnen Körper, Geist und Seele, also dass die Interessen, dass die Stärken gefördert werden, dass es Manager-Training heißt, du arbeitest mit Du kannst Manager ja mit noch. Pferden, genau. Ja. Ja, sag mal, ich meine, Manager ist ja schon ein Familienmanager, ist ja schon ein Familienvater, ist auch ein Manager. Ja. Ja, also, ja. Ja, es geht ja einfach darum, wo du Energie hingibst, davon bekommst du mehr. Mhm. Okay. Also, wo was Positives ist, ist auch immer was Negatives. Und wir sind so erzogen, im Prinzip sehr häufig das Fehler anzukreiden und das Negative zu sehen. Und verstärken dadurch das Negative. Und verstärken das Negative. Mhm. Und das Positive wird ja oft. Also das Lebens, ich würde sagen, eher so das Lebensfördernde wird eher bekämpft. Und das Lebensverneinende, mit dem wird gearbeitet als Instrument. Ja. Also praktisch mit Schmerzen, mit Angst, ne? Mit Drohung, mit Druck. Mit Druck. Ja, und das ist ja in allen Bereichen so. Also es ist ja zum Beispiel bei den Killerwahlen dann ja auch so, dass das wirklich betont wird. Also sagen wir lieber Orcas, Killerwahl. Ja. Das ist sich auch Orcas, dass es wirklich nie eine Strafe gibt. Nie? Eine Strafe gibt. Ja. Die haben wahrscheinlich wie die Elefanten ein Gedächtnis. Ein ziemlich gutes Gedächtnis. Ja, gut. Gibt es ja Geschichten von Elefanten. Von Elefanten. Aber ich glaube auch, dass Pferde sehr ein sehr gutes Gedächtnis haben. Und dass sie auch, also, da ist es ja schon, dass viele Menschen sagen, meinst du, das Pferd erkennt dich jetzt wieder? Mhm. Ich sage, ja klar, ich meine, also ich glaube schon, dass da auch die Erinnerung sehr lange anhält. Mhm. Zumal, wenn es eine emotionale Begegnung, also zum Beispiel, wenn ich das achtlos behandelt habe oder sogar gequält habe oder so, dass dieses Pferd mich in Erinnerung behält. Ja, so rum oder halt extrem positiv dann eben auch. Ja. Ne, wenn die Pferde sich wohlfühlen. Und es gibt ja Kunden, die sagen, dass die Pferde mein Auto kennen. Mhm. Also schon, wenn... Wenn ich auf den Hof gefahren komme. Ja. Und ich komme ja zu manchen nicht oft, alle vier Wochen nur. Ne, wo dann gesagt wird, kann das sein, dass irgendwie... Ist das anders, als wenn ein anderes Auto auf den Hof fährt, wo ich sage, ja, ich glaube, das ist ja wie mit dem Hund, ich glaube, dass da eine ganze Menge an Verbindung da ist. Oder jenseits der Materie. Ja. Ne, es gibt ja bei blinden Hunden, hat der Sheldrick beschrieben, ne, da hat der Blinde den Impuls, ich muss noch zum Fleischer oder so. Ja. Und dann biegt der Hund ein zum Fleischer, ohne dass er es gesagt hat. Aber in der Zwischenzeit wollte er eigentlich... Ach, ich gehe noch mal irgendwo anders hin. Aber dieser Impuls, ich gehe zum Fleischer, also über eine längere Zeit, hat den Hund dahin gehen. Ja, da hast du ja das Gleiche, was ich eben gesagt habe, mit den Bildern oder mit dem, was du denkst. Ja. Ne, dass das ankommt, wenn das jetzt eine sehr klare Energie ist, ein sehr klarer Gedanke. Ist ja spannend, wie gehen wir mit unseren Kindern um, ne? Und mit uns selbst. Also... Es hat eine Generation gegeben, wo die den Kindern unter dreien eigentlich
sozusagen das Menschsein fast abgesprochen hat. Die sind ja zu noch nicht zu gebrauchen, ja, weil sie noch nicht sprechen können oder so. Da hat sich ja Gott sei Dank auch... Das wollte ich sagen, das ist ja mittlerweile schon... allerhand getan, sogar, dass man weiß, dass, und das besteht sich bei uns unter den Hypnosen, ein Kind, was im Mutterleib abgelehnt wird, ja, oder sogar über Abbruch nachgedacht wird oder so, dies Kind weiß das, hat es gefühlt. Ja. Und das begleitet sie das Leben, bis sie es erkennen. Wo dieses, ich bin eigentlich gar nicht wert, hier zu sein. So, das heißt, die Pferde können uns auch den Weg weisen, liebevoller, empathischer, wachsamer, achtsamer mit uns selbst umzugehen. Auf jeden Fall. Und auch zu führen. Ne? Wenn du sagst Manager-Training oder so, dass die Menschen, also ich habe mal gehört, also wenn du einem Pferd begegnest, dem kannst du kein X von U vormachen. Genau. Der erkennt dein Wesen. Also wie du sozusagen im Moment gepolt bist und so reagiert es. Auf Worte, laut ist völlig, so habe ich mal gehört, völlig Wumpe. Ja, auf die auf dein körperliches Auftreten, auf deine körperliche Schwingung, die du hast. Ja. Wenn du genervt von der Arbeit kommst und irgendwie so diese Anspannung noch hast. Und ich zeig dir jetzt, wer hier der Herr im Haus ist. Dann ist es ja oft so. Ich zeig dir jetzt, und dann oft manchmal diese Redensart am Reitplatz, dann ja mal gucken, wer heute länger durchhält. Wo ich dann also immer, Kampf. Im Prinzip Kampf. Im Prinzip Kampf, wo ich dann immer schon so denke, oh, warum? Ja, aber das ist die Menschen, die sind ja... Die meinen das ja nicht böse, in Anführungsstrichen. Also es ist ja jetzt kein Vorwurf. Das ist ja wirklich so, wie ich gesagt habe. Also ich glaube, es ist eine Riesenprogrammierung. Mhm. Dass du den Pferden wirklich mal sagen musst, wo es lang geht. Mhm. Statt mit ihnen gemeinsam Freude statt eine zu gemeinsame Sache zu machen und einfach zu gucken, dass die Anlehnung, die Zügelanlehnung wirklich nur dieses ganz 10 bis 20 Gramm, also das... Dass du es wirklich wie Hand in Hand laufen, ohne dass keiner mehr weiß, wer jetzt wirklich führt beim Tanzen. Also Leute, die gut tanzen können, können sich das am besten vorstellen, so Paartanz. Ja. Ne, dass es ja einfach fließen darf. Ja. Ne? Apropos fließen, du hast mir in unserem Vorgespräch erzählt, dass du auch eine tolle Erfahrung mit Ölen hast. Ölung, also, ja. Ja, dass du... Ich weiß gar nicht, bestimmte Körperteile oder so? Wahrscheinlich nicht das ganze Pferd. Das ganze Pferd. Ja, ganzes Pferd und ganzen Mensch. Also das ist eine ayurvedische Ölung, die heißt Amnandakur. Ja. Und die können Menschen halt, also wie ayurvedisch, die machen ja oft Ganzkörperölungen. Mhm. Und so kann man das Pferd eben auch... Und in welchem, einfach zum Wohlfühlen oder als, sozusagen als Prävention? Oder hat das auch eine energetische Wirkung, aber in welchem Fall würdest du das anwenden? Das ist für jeden gut. Also ich sage, wenn man was Gutes für sich tun will, ist es für jeden gut, weil das ist schon so, dass der Körper einmal sozusagen wie beim Computer auf Reset gedrückt wird. Mhm. Nur das. Ein Jahr ölen. Das ist ein Jahr, also 12 Ölungen, jeden Monat eine. Mhm. Es ist ein Ritual. Deswegen auch diese, es ist ein 2000 Jahre altes Ritual. Das ist ja wirklich von den Mönchen überliefert worden. Und das ist ja auch wieder über eine lange Zeit ein aufgeladenes Ritual, was dann sehr viel Kraft hat. Und ich habe da schon so tolle Erfahrungen mitgemacht, dass die Pferde, die wirklich stark traumatisiert sind oder nicht wirklich sehr umgänglich, wo die Besitzer gesagt haben, ich glaube gar nicht, dass du mit dem Öl drankommst und wo es auch, sage ich mal, ziemlich, also ich glaube schon, dass ich da einen Schutzengel habe, wenn ich das mache und dass ich Pferde gut lesen kann, dass mir nichts passiert. Aber ich hatte schon eine Stute, wo ich beim ersten Mal wirklich nur so, ich fange an den Hinterbeinen an, das ist natürlich auch immer so ein bisschen problematisch, ja.
eine Herausforderung, sage ich mal so. Und dass ich dann wirklich aus einem guten Winkel nur das Hinterbein mal kurz berührt hat und sie halt schon deutlich gesagt hat, ich kann es zulassen. Also, dass ich überhaupt in ihren Raum durfte, in ihren persönlichen, war ja schon, ist schon eine große Leistung. Und sie hat sich also auch sie in ihren Raum. Allein das. Allein das. Ne? Beim Auto machst du die Fernbedienung, steigst ein, hast ja keine Vorstellung. Aber das ist ein Lebewesen. Ja, klar. Mit einem... persönlichen. Auch einer Intimsphäre sozusagen. Auf jeden Fall. Allein das sich schon mal zu überlegen. Dass ich nicht einfach das Recht habe, diese Grenze da so ungefragt, oder was heißt ungefragt, aber ohne Achtung zu durchbrechen und das zu berühren, das Tier. Ja. Und viele sagen ja dann, wenn das Pferd die Ohren anlegt, wenn ich komme, das ist nicht erzogen oder das ist zickig. Oder wo ich dann sage, naja, es ist ja das gute Recht, wenn ich in die Privatsphäre komme. Also dann zu sagen, ich traue dir nicht. Ja. Na, also das ist, aber es geschieht dir wahrscheinlich eher selten. Ja, eher selten. Ja. Na, aber es gibt eben auch Pferde, die sehr distanziert sind und die dann schon mal sagen, man darf halt dann sich ein bisschen Zeit nehmen. Erstmal. Darum geht es. Ja, erstmal stehen bleiben und Man trifft sich. Man trifft sich zweimal dran, bevor ich jemanden streichle oder sogar einen Kuss gebe. Genau. Nimmt man sich ja in der Regel auch Zeit. Nimmt man sich Zeit. Und das steht also den Pferden so ja auch früher. Zu. Ja. Naja, auf jeden Fall sind die Ölungen dann eben. Bei diesem Pferd hat sich da ganz schnell was verbessert, was geändert. Und wo dann die Besitzerin nach dem dritten Mal sagte, du, ich möchte auch geölt werden. Ich konnte mir das zwar nie vorstellen, weil sie hat sich wirklich noch nie massieren lassen und noch nie irgendwie so berühren lassen. Das ist ja auch, da hast du ja 1:1. Ja, klar. Spiegel. Habe ich dann auch sofort gedacht, das ist interessant. Ne? Und sie hat eben gemerkt, so nach dem dritten Mal, boah, da passiert so viel bei ihrem Pferd. Und sie fand das so angenehm. Kannst du mich nicht auch mal ölen? Und ich sage, klar, also wenn irgendwas nicht stimmt oder du kriegst da so ein ungutes Gefühl, dann sag doch einfach sofort Bescheid und dann können wir das ja sofort abbrechen. Ja, also es ist ja kein Muss, das ist ja auch so eine Sache, wo viele Menschen meine Erfahrung, die dann denken, da muss ich jetzt durch. Wo ich sage, du brauchst nirgendwo durch. Du kannst sofort sagen, Annette, ich kann es nicht. Mhm. Und dann höre ich auf, ist alles gut. Ne? Ganz nicht, weil da eventuell Sachen hochkommen. Ja, klar. Hat also ja Emotionen was mit. Ja, sicher. Ja. Hat ja auch was mit Vergewaltigung oder mit Dingen zu tun, die man irgendwann mal erlebt hat. Ja. Und wie verarbeiten das die Tiere? Also, wenn du sagst, es verändert sich, aber das wäre natürlich wirklich mal ein Forschungsgegenstand. Ja, wie wir haben mittlerweile Traumatherapeuten für Menschen. Ja, und die zum Beispiel rituell missbraucht wurden, da werde ich demnächst mal mit jemandem darüber sprechen. Das braucht ja unendlich viel Zeit, um diese Traumatisierung wirklich sozusagen so zu integrieren, dass der Mensch wieder in die Freude kommen kann. Ja, wie ist das beim Tier? Ich denke, das ist genauso, wie du sagst. Also es dauert auch. Das dauert auch Zeit. Ja. Aber das die Öle auch. Können dabei helfen? Helfen, auf jeden Fall. Bei der Stute, ich meine, klar, wie du sagst, die Besitzerin, das ist ja schon auch ein Spiegel gewesen. War für mich dann auch ganz deutlich. Ja. Na, aber sie haben es beide hinterher wirklich genossen. Also das war eben auch sehr schön. Und es ist sehr viel in der Beziehung zwischen den beiden passiert, aber auch in der Beziehung zwischen der Kundin und ihrer Mutter zum Beispiel. Also es ist ja schon so, dass wir heute eine Zeit haben, wo wir an uns arbeiten können, weil wir haben halt ja nicht mehr wir leben ja im Wohlstand, um es mal auf Deutsch zu sagen. Mhm. Ne, wir können halt an uns arbeiten und viele Dinge verarbeiten. Ja. Erstmal und dadurch aber auch... Und sogar... sag ich mal, einen Cut machen mit dem, was über Generationen zu Generationen zu Generationen praktisch nonverbal, oder auch manchmal verbal, aber nonverbal übertragen wurde. So wie die Erbsünde. Also sprich von Generation, das wird vielleicht die erste Generation seit vielen, vielen tausend Jahren sind, die da aufgewacht und sagen, Schluss, aus.
dieses Leid will ich jetzt nicht mehr an meine Kinder weitergeben. Ich mache hier einen Cut. Das heißt, ja? So ein ganzes Pferd zu ölen, musst du dann sozusagen auch unter das Pferd und um da in alle Winkel zu kommen? Was heißt in alle Winkel? Also das ist halt eine Reihenfolge, die ist vorgeschrieben, wie okay. Beim Menschen. Also ich fange hinten am rechten Hinterbein an, linkes Hinterbein, immer rechts, links, rechte Bauchseite, linke Bauchseite, rechte Rückenseite, linke Rückenseite, rechtes Vorderbein, linkes Vorderbein. Mhm. Und Hals und Kopf werden beim Pferd ausgelassen. Genau, und sicher, ich habe für ein Pferd hat man 100 Milliliter Öl, das ist aber eine Menge, also das kann man... Tatsächlich? Ja. Also das hört sich erstmal, das passt ja sogar ins Handgepäck in ein Flugzeug. Ja, also aber so wenig. Halt, Öl ist halt schon, ist halt Öl, ne? Also wenn ich wirklich jetzt 100 Milliliter auf dem Pferd verteile, dann ist das schon sehr lange, also Tage danach wirklich noch ölig. Es wird also nicht wie beim Menschen, bei nach dem Ayurveda gehst du unter die Dusche irgendwann... Das ist beim Pferd nicht. Kann man machen, aber kann ja auch draufbleiben. Muss man halt sehen. Der Sattel würde also, da ein bisschen rutschen. Ja. Okay. Ja, also das ist halt schon, das ist ja wie beim Putzen, dass du das, das dann abstreichst halt einfach. Ja. Ne? Überall da mal berührst. Und das hat ja auch viel mit Berührung zu tun. Mhm. Die zuzulassen oder die... Und das machst du mit deiner... Mit einem Handschuh oder? Ich bin mal ganz konkret. Ich mache es ohne Handschuhe. Ja. Also, ich mache es. Und wir wissen ja, dass durch unsere Handflächen sehr viel Energie fließt. Ich glaube jetzt halt nicht, dass die Handschuhe. Für mich fühlt es sich schön an. Ich habe es mal mit Handschuhen machen müssen, weil ich halt was offen hatte. Mhm. Finde ich jetzt nicht so angenehm. Klar, beim Pferd sind natürlich die Hände hinterher dreckig, aber das ist ja, mein Gott. Ne? Ist halt, kann man sich waschen, ne? Genau, kann man sich ja waschen. Das ist einfach ein schönes. Ich finde dieses letzte ein schönes Abschlussbeispiel, ja, dass das Pferd wirklich fast eins zu eins, also diese Stute, die Besitzerin, allein das, ne, dass man ein Pferd besitzen und handeln kann damit, das ist eigentlich auch schon widersinnig. Aber dass sie sich eins zu eins gespiegelt hat, dass sie genauso. Niemanden an sich rankommen lassen würde. Ne? Wie so die Eisprinzessin oder wie auch immer die Stacheln aus. Ne, wie weiß man denn nicht, was da. Also da sind wir vielleicht noch ganz am Anfang. Da Riesenchancen drin zu sehen, wenn wir mit den Tieren achtsamer sind, dass diese Achtsamkeit eins zu eins zu uns zurückkommt. Wie man, ja, es kehrt alles zu einem zurück. Das heißt, das Leben ist wie ein Bumerang. Ein was? Das Leben ist wie ein Bumerang. Ein Bumerang, ja. Genau. Da muss man nur, wenn er dann zurückkommt, gut fangen können oder in Deckung gehen. Ja, herzlichen Dank, Annette Atmus-Budny, für diese Einführung. Dass das nicht so, ich fand es schön, dass du es nicht so groß gemacht hast. Ja, so von wegen, ich habe hier besondere Fähigkeiten, ich bin die Flüsterin von Deutschland. Sondern dieses Allgemeine, dieses Respekt und Achtung, die dann auf einmal uns selber gilt. Vielen Dank, Annette. Ja, liebe Zuschauer, versuchen Sie es doch gleich mal mit dem Pferd nebenan, also mit dem Nachbarn, mit dem anders umzugehen und ihm nicht die Sache von vor 2 Jahren noch immer nachzutragen, die er vielleicht schon vergessen hat und an der Sie noch hängen. Gehen Sie achtsamer mit sich und ihrer Mitwelt um. Und das Leben wird freudiger. Da bekommen Sie von mir einen Stempel. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich, wenn Sie wieder einschalten bei Neue Horizonte TV und sage Tschüss.